Hallo YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Witcher 3 Wild Hunt. Wodka. Ja, wir sind hier noch bei der Dame. Wir gehen aber jetzt Kurve kriegen. Besser als der erste zurück im Hafen. Den Geschmack von gesalzenem Kabeljau habe ich zählt. Hey, Silbermähne. So, was haben wir vor heute? Wachen! Ich werde dich umbringen. Gib dich ab. Wieso will er mich umbringen? Was habe ich getan? Die haben angefangen. Endlos rollt sie an die See. Und endlos wird der Wind. So. Ich bin für die Liebe wie geschaffen. Wollte eigentlich nur... Lust auf ein Schäferstündchen? Nein. Ich weiß nicht wieso, aber ich weiß nicht mehr, wie ich mein Schwert wegstecke. Gut. Wir gehen mal in den Puff. Ja, einen alten Freund besuchen. Den wir in unseren Träumen gesehen haben. Der Mutant wird jetzt starten. Hört endlich auf, in sein Schwert zu rennen. Mama! Nein, ja. Mach doch, was du willst. Götter haben das Wehklagen des Landes erhört. Das lange Warten hat endlich ein Ende. König Radovid wird den Norden retten. Triss, Marigold, Hexe und Tore wird gesucht wegen der Ausübung von schwarzer Magie und der Verschwörung gegen die Krone. Im Besitz, die zu ihrer Ergreifung führen, werden belohnt. Hey, wie kann ich denn mein Schwert nochmal... vergessen? Das Rosmarientüm ist heißeste Ort von Novigrad. Okay. Noch mehr Treibgut aus Temerien. Was
meinte, ich hätte die falsche Adresse vor. Wir sind ja falsch. Aufmachen. Ach, hier will ich doch gleich rein. Auf Wiedersehen. Ich dachte, wir werden. Du bist von der vulgären Sorte. Das genau. Deinesgleichen sollte in Novigrad nichts zu melden. Ich weiß nicht, wie ich mein Schwert wegstecken kann. Ich hab's vergessen. Ach, nee. Hier hätten wir verfügbare Quests auch. Aber ich wollte eigentlich. Plus 4 Schaden. Wie abgeschlossen. Das ist eine Kiste auf jeden Fall. Todeshierarchie. Und lasst euch hier nie wieder blicken, ihr miesen Schnorrer. Wir wollten. Nächstes Mal reiß ich dir beide Beine ab und ramm sie dir in den Arsch, bis du Zehennägel kotzt. Geralt, wie immer genau zur rechten Zeit. Sultan, wie immer mit dem Stiefel in fremden Ärschen. Wer waren diese Männer? Örtliches Gesocks. Ich war nur einen Moment lang weg und schon haben die sich bei uns breit gemacht. Na schön, da ist wohl ein Frühjahrsputz fällig. Ich muss sie alle rauswerfen. Hilfst du mir? Mit Vergnügen. Endlich auf, in sein Schwert zu rennen! Versucht nochmal. Ah, genau wie in alten Zeiten, was? Ja, als hätten wir Bergen nie verlassen. Komm zu Papa! Weg hier! Ich sagte doch, das ist eine Scheiße. Na also, das lief gut. Jetzt können wir uns endlich anständig begrüßen. Ist ja ewig her. Na, Sultan, gut siehst du aus. Bin in letzter Zeit gut in Übung. Mahakama Med kann man jetzt im Krieg natürlich vergessen. Aber redanisches Bier ist auch nicht verkehrt. Aber du siehst mitgenommen aus. Was betrübt dich? Es geht um Ciri. Ich weiß, dass sie in Novigrad war. Oder noch ist. Du meinst, sie ist zurück? Donnerwetter! Ob ich sie überhaupt erkennen würde? Wie lange ist es her? 6 Jahre? 7? Aber was würde sie hier wollen? Sich verstecken, schätze ich. Sie könnte in Gefahr sein. Hast du von ihr geträumt? Ein paar Mal. Von ihr und der wilden Jagd. Oh, nicht gut. Nein, aber ich weiß, dass sie hier war und mit Rittersporn gesprochen hat. Dann haben wir ein Problemchen. Wo ist Rittersporn? Ha, das wüsste ich auch gern. Vielleicht könnte er mir erklären, was zur Hölle hier los war. Ich bin gerade zurückgekommen, wie du gesehen hast. Hab mich auf einen Schweinebraten und ein kaltes Bier gefreut. Und was erwartet mich? Ein Saustall! Rittersporn weg, die Taverne rappelvoll mit Männern. Ich hab keine Ahnung, was passiert ist. Sehen wir uns mal um.
Vielleicht finden wir irgendwelche Hinweise. Gute Idee. Fangen wir im Erdgeschoss an. Da sitzt und schreibt er immer. Okay. Aha, der Brief einer dankbaren Muse. Hm. 10 Fässer trockener Toussaint, 5 Kisten dreifach gebrannter Met aus Sodden. Hier ist nichts. Doch, das hier ist genau das, was wir suchen. Sein Terminkalender. Ha, Rittersporn und Planung. Köstlich. Außerdem dürften seine Einträge hier einem Spezialsystem folgen. Chaos, das nur er entziffern kann. Meistens. Gib dem Ding eine Chance. Vielleicht ist es nicht so schlimm. Mit diesem hübschen Etablissement hat er auch hübsch viel Verantwortung geerbt. Zum Beispiel Buchhaltung. Außerdem hat er sich angewöhnt, seine Termine zu notieren. Offizielle und private. Wen hat er in letzter Zeit gesehen? Ah, hier. Er hat sich in letzter Zeit nur mit Frauen getroffen. Der Hund. Sultan, bitte. Du willst die Frauen aufsuchen, die Rittersporn in letzter Zeit umgarnt hat? Die dürften mittlerweile recht wütend sein. Hast du eine bessere Idee? Außerdem ist Rittersporn eine Plaudertasche. Bestimmt wissen sie, was er so getrieben hat. Hm, wir sollten sie irgendwie aufteilen. Vielleicht... Ach, scheiß drauf. Ich frag die Mädchen auf meiner Seite, du die auf deiner. In Ordnung? Sultan, warte. Das ist in Reimform. Und das findest du weswegen ungewöhnlich? Na toll. Wir treffen uns hier, wenn wir fertig sind. Tauschen uns aus. Recht hast du. Ich muss noch ein bisschen aufräumen, bevor ich gehe. Ich habe keine Lust, in dieses Chaos zurückzukommen. Und du hast deinen Teil besser gelesen, bevor du abdampfst. Wenn du was brauchst, ich bin nebenan. Okay. Ich räume erstmal auch auf. Brief einer weiblichen Bewunderin. Die Kraft deines fesselnden Blicks, mein Antlitz so rot und heiß. Die ganze Welt dreht sich in einem Wirbel des Vergessens. Und ich fiel der reinen Ekstase anheim, trank ihren Nektar, die Musik, der Gesang, du. In diesem Moment war ich die Laute und du spieltest mit deinen verständigen Fingern an den vibrigen Saiten meiner Seele. Okay. Hier ist unsere Kiste. Ja, da könnten wir ja mal anfangen, ne? Die Bücher vielleicht? Aber die wiegen ja gar nichts. Wollen wir das auch nicht weglegen? Gott. Ja. Bibliothekstufe 21, das können wir reinlegen. Bibliothekstufe 22. Das geht bald.
Was, 10 Silberschaden? Okay. 19. 19. Okay. Was haben wir hier? Oh, die können wir gleich anziehen. Wir sind nicht mal weit von 14 entfernt. Okay, Moment. Inventar. Sehr gut. So, was gibt's noch hier? Alles. Einpacken. Nee. Interagieren. Die Fakultät der Universität Ochsenfurt hat die Ehre, Julian Alfred Pankratz, Viscount de Lettenhove, den Titel Meister der sieben Geisteswissenschaften verleihen zu dürfen. Ich vergesse immer wieder, dass er diesen albernen Namen hat. Brief von Beaumille de Rabé. Verehrter Viscount, ein weiteres Mal möchte ich meinen Dank aussprechen, dass du die Hochzeit meines Sohnes mit deinem Lied bereichert hast. Deine Anwesenheit erwärmte unsere Herzen und die entzückenden Noten, mit denen du uns beglückt hast, berührten die Mutter meiner Frau. Baronin Duvelet, so tief im gewissen Kreisen gilt sie als kalt und herzlos, dass in ihren Augen sogar zarte Tränen glitzerten. Beaumille de Rabé. Okay. Aus den besten Weingärten, jedes einzelne Fass. Niemand kennt sich besser mit Wein aus als Rittersporn. Aus den besten Weingärten, ja, jedes einzelne Fass. Niemand kennt sich besser mit Wein aus als Rittersporn. Ist das die Laute, die er von den Elfen in Dol Blathana bekommen hat? Ja, er muss in Eile gewesen sein, wenn er sie zurückgelassen hat. Ich guck mich erstmal noch hier um. Sie brauchen alles. Brief von Fran. Wann kehrst du nach Cidaris zurück? Ich hoffe bald, denn ich vermisse dich schrecklich. Das lange Warten ist so schmerzvoll. Sende mir eine Nachricht, wenn du kommst. Dann bitte ich meine Herren um einen freien Tag. Hier unten haben wir alles, ne? Ich gehe mal nach oben. War. Achso, ich soll Rittersporns Terminkalender lesen.
Ja, gleich. Spiel hetzt mich nicht. Es ist die 100. Folge, also bitte, ja? Immer schön. Hier waren wir. Langsam. Wenigstens ein bisschen Nahrung. Ja, okay, und auch ein bisschen Müll, aber vorwiegend Nahrung. Noch was? Licht aus. Okay. Na. Dann lesen wir uns das vom Rittersporn durch. Terminkalender und gucken mal, wo wir dann hingehen. Zu welcher Dame? So. Muss ein Rittersporn sein. Rosa Rittersporns Terminkalender. Rosa Fahratre von Aal spricht Rosa nie unverbrämt. Wie die Rose, die sich der Röte schämt, beschert sie der Anstandsunterricht. Sie schwingt ihren Zwerg, mehr will sie nicht. Bezaubernde Villa mit großem Garten in Gildorf, Molly. Zwar kennt sie gut den Hauch von Samt und Seide, im Liebesrausch verschmäht sie nicht das Gestroh der Weide. Gildorf Villa neben der Leichenhalle. Vespula, obgleich schüchtern ihr Blick, keine Liebschaft sie scheut. Mein Herz hier schmilzt, fragt sie mich, wie wär's heut? Fern der Quäscherei an der Puntermündung. Marabella, himmlisch tönt ihr Geschrei hinter geschlossenen Türen, doch auf der Bühne vor lautem Schnarchen ist's kaum zu hören. Die Scherben am Armenplatz. Ellie Hall. Ein seltsames Wesen von zweifacher Art, gibt ordentlich Acht, was sie dir offenbart. Schneiderei gegenüber der Gerberei. Die Mätressen ist gut. Ich mach zu viel Rubber. Noch immer hier? Suchst du was? Ach, ich will nur gucken, ob die Strolche auch nichts mitgenommen haben, um es zu versetzen. Eigentlich ist es gut, dass du noch hier bist. Ich wollte dich nach jemandem fragen. Ja, Molly. Zwar kennt sie gut den Hauch von Samt und Seide, im Liebesrausch verschmäht sie nicht das Stroh der Weide. Molly, Kammerzofe der Maronen Lavalette.
Eine Baronin in Reichweite und Rittersporn nimmt die Kammerzofe? Rittersporn beurteilt die Leute doch nicht nach ihrem Stand. Du weißt doch, was er sagt. Im Alkoven sind wir alle gleich. Tja, ein echter Poet beobachtet alle Aspekte des Lebens und untersucht es aus allen Perspektiven. Marabella. Wüsste ich es nicht besser, würde ich denken, dass er wegen dieser Marabella eifersüchtig ist. Ach, wohl kaum. Ehemalige Schülerin und nach den Geschichten, die er mir erzählt hat. Die will ich bestimmt nicht hören. Nein, willst du nicht. Das Ding zwischen ihnen ist irgendwann seltsam geworden. Was meinst du damit? Er sollte sich verkleiden und sie begann ihn Christian und sich Anastasia zu nennen. Hm, wirklich pervers. Das war nicht mal alles. Sie nannte ihn ihren Hengst. Der Depp war natürlich geschmeichelt, bis sie Kandare und Zügel aus dem Schrank holte. Der arme Kerl ist durchs Fenster geflohen. Vespula kommt mir bekannt vor. Hat sie nicht mal seine Unterhose aus dem Fenster geworfen? Genau. Hat sie nicht gebrüllt, er sei ein Mistkerl mit der Stimme eines krächzenden Fasans? Genau. Und ihn mit Blumentöpfen beworfen? Alte Liebe rostet wohl nicht. Von Adel spricht Rosa nie unverbrämt, wie die Rose, die sich der Röte schämt. Was schert sie der Anstandsunterricht? Sie schwingt ihren Zwerg, mehr will sie nicht. Zwerg? Für so bescheiden hätte ich ihn nicht gehalten. Rosa Baatre hat ihr Gwihir Zwerg genannt. Guter Name, was? Na schön, aber Baatre, ist ihr Vater zufällig der nilfgaardische Botschafter? Genau der. Kennst du ihn? Das ist übertrieben. Ich habe im Palast in Vysima kurz mit ihm gesprochen. Na, dann weißt du ja, was für ein Typ er ist. Rittersporn sollte Rosa und ihre Schwester in Rhetorik unterweisen. Aber die kleine Rosa war mehr am Schwertkampf interessiert. Sie hat es gewagt, den großen Barden zugunsten eines gewöhnlichen Schwertmeisters zurückzuweisen? Wohl nicht nur ihn. Erst letzte Woche hieß es, dass wieder ein Lehrer vertrimmt wurde und aufgegeben hat. Angeblich sucht ihr Vater jetzt wieder ein Opfer. Ein Lehrer, meine ich. Ein seltsames Wesen von zwiefacher Art. Gib ordentlich Acht, was sie dir offenbart. Aha. Von dieser scheint er fasziniert zu sein. Nicht ohne Grund. Ich bin zwar nicht an Elfenfrauen interessiert, aber diese ist außergewöhnlich. Selbst Francesca Finderbeer wäre eifersüchtig. Willst du dich also um sie kümmern? Nee, du kannst sie haben. Warum? Weißt du, Elfenschönheit ist wie ein junger Beauclair-Wein. Und ich bin eher ein Freund des Wodkas. Nun, ich weiß, was ich wissen wollte. Danke für deine Hilfe. Ja, super. Und wir haben Stufenaufstieg. Super. Endlich andere Klamotten anziehen. Bitte, dass die besser aussehen. Wann hast du dir zuletzt die Haare? Lass gut sein, Jared. Los, wir müssen einen anderen Platz für die Nacht finden. Sicher. Dann versuchen wir es beim Bettlerkönig. Ich würde gerne meine Haare waschen. Gibt's einen Helmfriseur? Jetzt suche ich immer noch. Ja. So, ihr Lieben. Ich würde mal sagen, dass wir... Junior sagt, du hast vereinbart, ihm mehr zu zahlen. Aber ich habe nicht vereinbart, dass es einen... Ich zahle jeden Kopper zurück. Mit Zinsen. Gib mir eine Woche. Bitte. Hurensohn ist kein Bankier. Er ist ein ehrlicher Mann. Zahl pünktlich und er beschützt dich. Zahl nicht. Hilfe! Was soll das Geschrei, blödes Huhn? Worauf hoffst du? Auf einen Ritter in schimmernder Rüstung? So ungefähr.
Halt dich da raus, Graukopf. Nicht dein Problem. Vespula hat jetzt einen anderen Beschützer. Ach, und der wäre? Der Bettlerkönig hat was mit Junior ausgehandelt. Das hier ist jetzt sein Revier. Davon habe ich aber nichts gehört. Aber du hast gehört, was Bettler mit Leuten macht, die ihm krumm kommen. Oder brauchst du eine Demonstration? Los, Fritz! Wenn der Boss es so will, dann ist es so. Danke, oh danke, dass es Leute gibt, die aus reiner Herzensgüte Fremden helfen. Nicht nur aus Güte. Und richtig fremd bist du auch nicht. Was zum... Oh, ich kenne dich. Du bist dieser Hexer, der Rittersporn durch die Bordelle gezogen hat. Geralt, richtig? Nicht Geralt. Geralt. Oh, das tut mir leid. Das musst du mir erklären. Ich habe Rittersporn durch die Bordelle gezogen? Hat er gesagt. Und dass ich sein Ein und Alles wäre, er aber mit den falschen Leuten unterwegs sei. Mit dir und diesem Zwerg, der aussieht, als hätte eine Kuh ihn abgeschleckt. Hat gesagt, ihr wärt ihm ein schlechtes Vorbild. Wein, Weib. Und Gesang. Hat er das auch von uns? Ich werde mal ein Wörtchen mit ihm reden. Was meinst du? Wo könnte Rittersporn sein? Bestimmt hurt er schon wieder herum, dieser krächzende Fasan, der verlogene Schuft. Autsch. Was hat er dir denn getan? Das gleiche wie immer. Dieser König der Schwätzer kam zurück und meinte, diesmal wär's für immer. Und dann, keine Woche später, fand ich ihn am Hafen mit einem Flittchen im Arm. Da platzte mir der Kragen. Erst all die Fragen über die Wäscherinnen aus dem Badehaus und dann das. Ich hab ihn windelweich geprügelt und im hohen Bogen rausgeschmissen. Diese Frau, mit der er am Hafen war, wer war sie? Er hat sie als Nichte aus Kovir vorgestellt. Wohl eher aus Hurvir. Ihr Korsett war so eng, der sind schon die Augen aus dem Kopf gequollen. Seine übrigens auch. Garantiert Künstlerin oder Hure. Ist sowieso ein und dasselbe. Rittersporn hat dich über andere Wäscherinnen ausgefragt? Nicht gerade geschickt. Selbst für ihn. Vielleicht steht er ja auf Schaum. Möglich. Aber was wollte er denn eigentlich wissen? Oh, alles Mögliche. Wirklich. Wie es so im Badehaus ist, ob ich Freundinnen dort hätte, wann sie arbeiten würden. Weiß nicht. Vielleicht will er eine in seiner Taverne anstellen. Vielleicht rege ich mich auch umsonst auf. Die hat Fehler an den Armen, wenn man da... Ja, sie hat keine Arme. Danke für deine Hilfe. Da seht ihr das? Hör mal, wenn ich Rittersporn sehe, soll ich ihm irgendwas ausrichten? Nein. Das heißt, sag ihm, er ist eine miese Schlange, aber er darf trotzdem gern vorbeikommen. Sehr schön. Ja, aber wir machen jetzt erst weiter im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentar, Tipps und Tricks immer. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und ja, bis dahin. Adios.